meine Seele weint. Aus einer Wunde, die nicht zu heilen scheint, denn keiner beendet die Quälereien, weswegen ich Schmerz erfüllt diese Zeilen schreib. I'm fighting for freedom, writing for freedom, bereit und entschieden, mit aller Kraft und um jeden Preis zu siegen. Ein Vogel ohne Flügel durchlebt die Hölle auf Erden, doch die, die im Himmel fliegen, sind die Letzten, die ihn wahrnehmen werden. Denn wen's nicht betrifft, weiß selten, was das heißt, der teilt schon gerne Leid. In der heutigen Zeit geben die meisten sowieso einen Scheiß, aus den Augen, aus dem Sinn, der Blick steht starr auf Gewinn. Egal ob das Chaos beginnt, Hauptsache, dass am Ende etwas rausspringt. Die Gier verbreitet sich wie eine Seuche und macht voll nichts halt. Der ganze Planet wird ausgebeutet, solange man selbst nicht den Preis zahlt. Und auch wenn's nicht jeder sieht, auf der Welt ist so viel Krieg, dass ich mich frag, wie das geschieht, trotz so viel großer Politik. Aber viele wissen es nicht, für die meisten Länder ist Krieg nur Business, bei dem es um Milliarden geht und das ist das Einzige, was für sie wichtig ist. Nicht die Politiker, sondern die Korruption regiert. Die Massen werden verwirrt, während die Wahrheit ihren Thron verliert. Menschen werden zu Nummern und von anderen programmiert, die taub für Beschwerden und Kummer sind, denn die Gehirnwäsche hat gewirkt. Geister werden limitiert und einbetoniert, damit es leichter für sie wird, jeden Einzelnen da draußen zu kontrollieren. Aber solange mein Herz schlägt, werde ich fighten und drüber schreiben, bis wir eines Tages endlich alle unsere Flügel schreien. Freiheit, Freiheit. Mein Land liegt in Ketten, gefoltert und vergewaltigt. Sie versuchen es zu ersticken, aber der Schrei nach Freiheit verhallt nicht. Es blutet in Strömen, keiner hört sein leidendes Stöhnen. Aber es gibt trotz allem nicht auf, denn es hofft auf Zeiten, die schön sind. Keiner hilft ihm, weil es außer Dank bei ihm nichts mehr zu holen gibt. Er ist nackt und hängt nach unten, wenn der Stockschlaghagel seine Fußsohlen trifft. Stromschläge an Glied und Augenlidern. Er erfährt Höllenqualen, aber er ist stark und will nicht erliegen. Es zerreißt ihn alle Zähne und jeder will ein Teil von ihm. Er will seinem Leid entfliehen, wenn es sein muss, auch bereit für Krieg. Die Zeit verfliegt, Jahrzehnte in denen unendliche Vergehen geschehen. Viele sehen es, aber das Problem bleibt trotzdem bestehen. Die Menschen werden in Massen ermordet und der Holocaust mit Giftgas und anderen deutschen Waffen supportet. Er verliert das Bewusstsein, kein Licht in sich, der zerbricht, als man mit Halabja erbarmungslos einen Teil von ihm vernichtet. Seine Geschichte ist so leidvoll, dass sie sich am besten nicht verbreiten soll. Deshalb schweigt man es tot, bevor es zu Angriffen anderer Seiten kommt. Mit Antipropaganda werden Gedanken in die Köpfe anderer gepflanzt und manipulieren die Unwissenden in ihrem Handeln. Es ist krank und schwierig, mit Worten zu treffen. Ich widme dieses Lied in ein paar Takte des Schweigens den verstorbenen Menschen. Freiheit, 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 Freiheit. I'm out of you, cause I ain't getting in here. I'm out of you, cause I ain't getting in here. Adi kwa